einzigartig. Also wir machen traditionelles Judo, Hara, normalerweise kommt Mittelstich und dann Ki und dann Judo. Also Ki ist halt die Energie, die aus der rauskommt. Hara ist das japanische Wort für Bauch, das sitzt sozusagen die Energie. Die doppelte Betonung eben, dass du die Energie mobilisierst. Und im traditionellen Judo ist halt wirklich Vollkontakt und wir haben das nicht so kaputt reglementiert wie beim olympischen Judo. Vielen Dank, Dankeschön, Stefan Leifeld, deine Gruppe, bitte übernimmt sie wieder. Hier ziehen, da drücken, jetzt kommt das Bein hier rüber. Ne, das andere Bein. Das andere Bein. Du hast ja nur zwei Beine. Pass auf, du musst eben stehen bleiben. So, da gehst du hin und jetzt ziehst du hin runter. Ja, du musst stehen bleiben, dann hast du es richtig. Okay. Dann geh mit dem Bein hier rein. Also das ist viel einfacher, den zu werfen. Ja? Eins. And how long is your teaching, Maka? From 1965. How many years is this? 1965? 45 years. Yeah, 45 years of teaching Kamaga, but officially I start in 1987 in the Kamaga, because we call it self-defense before. For military, army, police? Bodyguard and civilian. Self-defense. I hope everybody understands what I'm talking. Yeah? Kamaga, the first movement. A block and punch at the same time. A block and punch at the same time. This punch is going to the neck. From here, continue to the opposite side of a person going to She hold me. I love it. Let her hold it. 1, 2, 3. Go to the side. Turn it up. Hey, I'm coming now. Very fast. When you hold me like this, two hands. We punch here. We go down. Go to the Also der Gegner sage ich mal, wir sind einfach eine Gerade. Und wir arbeiten sehr ökonomisch, indem dass wir jetzt hier einfach gerade ausarbeiten. Wir würden es nicht mit dem Arm zurückziehen, um auszuholen und ihn dann zu treffen. Sondern wir arbeiten ökonomisch und sagen von hier, hey, einfach wieder vor. Ne? Nicht den Arm wieder zurückziehen, sondern einfach von hier wieder vor. Er kommt zum Beispiel von außen und sagt, Arm weg, einfach wieder vor. Ne? Das ist ökonomische Arbeit, ohne viel Kraft. Ist das traditionelle Jiu-Jitsu und das Judo zu einer reinen Entwicklung, ist das so richtig? Langsam, groß, hier, ab so, und der Arm rutscht sofort vor. Nicht der Arm zurücknehmen, sondern hinten weg. Dankeschön. Und Geist zu einem modernen Selbstvertrauen.
Und dann drückst du mit deinem Knie runter und nimmst dein Part oder wirfst. Dann kannst du machen, was du willst. Ja? Als auch eins, zwei, hier, direkt weiter. Ja? Hier zu, aufpassen. Dankeschön. Das war eine neue Gruppe. Ich hoffe, es war für Sie etwas informativ. Judo Tsudo, und dann von Hans-Jürgen Oi. Man ist noch in der Vorbereitung. Okay, etwas weniger. So. Eins, zwei, und hier übernehme ich entweder von hier. Aber die Nachteile ist, wenn ich von hier übernehme, er könnte mich blocken. Guck, er nimmt meinen Arm und drückt runter. Guck, ich bin geblockt. Wenn er den nimmt, bin ich ja noch schlimmer geblockt. Guck, dann bin ich hier geblockt. Aber deswegen übernehme ich von hier und er geht direkt geradeaus. Auch fundamentale Standtechniken, Hebeltechniken, Wurftechniken, Schlagtechniken, Gefühl, Basis, Grundschule und verstärkt mit Nasenpumpentechniken. Mit Energiepumpen und Energiebahnen, wo man versucht, für kleine Leute die Technik umsetzbar zu machen. Welche Nervenpunkte geht man hier in den Digo-Guru an? Man kann es ein bisschen mit der traditionellen chinesischen Medizin vergleichen, die was das heißt Pump-Pump-Massage nehmen und da nimmt man eigentlich die wirksamen Teile raus. Das bezieht sich ungefähr auf so 50 bis 80 Punkte, je nach Körper, Statur und Typ. Sind für jeden unterschiedlich geeignet und versucht die mit den normalen Techniken zu kombinieren und zu verstärken. Recht herzlichen Dank. Hier an dem Punkt ganz leicht ziehen. Funktioniert besser, wenn man hier die zwei Punkte leicht toucht. Den Punkt in die Richtung. Hier leicht touchen. Hier mit dem Knochen ganz leicht drehen. Ja. Hier ganz leicht aufmachen, an der Seite vorbeilassen. Womit habe ich hier einen Vorteil, dass ich nach hinten kann? Auf die Seite gehen. Hier oben greifen. Ganz locker streichen. Hier kommt der Energy. Gut. Kannst du hier weg? Leicht kaputt. 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 Knochen, ja. So, ist richtig. Und hier war der? Mit kleinen Finger, der leicht drauf. Was ist das? Was ist das? Genau. Ich meine, bei dir als Anwalt. Ich blicke auf 40 Jahre Erfahrung im Dojo-Kan. Ehrfürchtig verneige ich mich nicht nur für Sie, sondern überhaupt weltweit entwickelt. Woraus? Wie kann ich das Ocean Cup für mich anfassen, greifen? Vielleicht ein Kündigungsmaschen, wo chinesische und japanische Einflüsse zusammenkommen. Der Grundeinfluss ist japanische Schwertkunst. Ist das wichtig? Der Grundaufbaumerk ist die japanische Schwertkunst, dass man den Samurai kennt. Das kann man bei uns selber beide Sequenzen gelernt haben. Und wenn ich das nicht mal logisch mache, wenn ich nicht von mir sein wollte, das war ich ganz gut. Den Shaolin hat Qigong. Qigong ist eine Energiearbeit. Man arbeitet an der eigenen Körperenergie, sondern seine Gesundheitsbetonung machen. Zur Regeneration, ja, und wieder Eingliederung nach einer Krankheit. Die Art Sport bedeutet, da geht es um ein bisschen Gesundheit zu bringen, ja, und seinen Lebenstest und seinen Stress. Dankeschön recht herzlich an Uwe Asenbein, Großmeister in Goshinkan. Vielen Dank.
Füße. Genau, nicht weiterleiten. Oder ableiten. Nicht so viel Energie. Im Glück bleibt es nicht zu viel. Und dieses Papier durfte A nicht runterfallen, aber es durfte auch nicht zerknüllen. Das ist eine Idee. Ja, das ist schon ganz bisschen. Und die Grundidee ist, wenn ich dran bin, kann ich schneller fliegen als ich ziehe. Ja? Und wenn ich Kontakt verliere, habe ich voll, weiß nicht mehr, was er tut. Ich muss es sehen. Ja. Hier nicht, ich kann das fühlen. Ja. 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 Hier, hat er sich anders vorgestellt. Ja? Weil auf die Nähe ist es für ihn schwierig anzugreifen. Wenn er es treten will, versuchen wir, geht nicht. Mit dem Arm nicht erreichen wir auch nicht. Ja? Da kommt der Nebengang. Geh rein. Je nachdem, wenn er jetzt stoppt, würde ich vielleicht nach vorne gehen. Ja, in die Richtung. Hat er noch gut nach dem Platz. Ja, wenn ich hier reingehe, dann ist hier so nach innen. Ja, die Hand innen. Aspekt, das Schien und das Karo. So summieren sich hier drei Einflüsse. Der erste Einfluss wäre das Chi-Kendo. Kommt weg. Ist der Arm gestorben? Und drittens das Shaolin Art Qigong. Arbeit mit dem Chi und mit dem Qi. Es bedeutet aus Führung, aber mein Uwe Hasenbein hier referiert das